Wir sind Andreas und Anna. Wir zeigen euch heute ein Video über Luftgeschwindigkeit beim Ausatmen. Luftgeschwindigkeit beim Ausatmen ist wichtig, wenn man höhere Töne spielen möchte. Damit man hohe Töne leicht erreichen kann, muss man die Ausatemluft sehr schnell machen. Und das kann man mit Instrument üben, aber viel besser kann man es ohne Instrument üben. Und ihr braucht dazu ein Mundstück und einen kleinen Strohhalm. Und das ist kein normaler Strohhalm, sondern ein ganz dünner Strohhalm, der in das Trompetenmundstück hineinpasst. Und wenn ihr sowas nicht habt, könnt ihr versuchen, einen Schaschlikspieß zu nehmen. Beim Schaschlikspieß ist wichtig, dass ihr die spitze Seite abschneidet und wenn ihr diese Übung macht, nicht auf andere Menschen zielt, sondern irgendwo hin, wo keiner steht, damit es nicht zu Verletzungen kommt. Jetzt wird der kleine Strohhalm in das Mundstück reingesteckt. Und dann wird ganz schnell reingepustet. Ob da ein Ton kommt oder nicht, ist nicht so wichtig. Hol den nochmal wieder und dann machen wir das nochmal vor. Wichtig ist, dass ihr ganz plötzlich ganz schnell pustet, damit der Strohhalm ganz weit rausfliegt. Wichtig ist auch, dass ihr das Mundstück nach oben haltet, sonst fällt er raus, bevor ihr gepustet habt. Und los.